Was wir allerdings haben, sind Gratiskekse. Und die waren nicht gratis? Doch, die hier schon. Nee, der nicht mehr. Ich habe schon zwei gegessen. What? Den hast du bezahlt. Oh nein. Ich habe ihn bezahlt. Okay. Wir machen weiter Folge 4 von Reis auf Aufstieg. Nein, Aufstieg des Grabjägers heißt das. Das ist doch hier ein deutscher Kanal. Achso. Ah, Bullet Time. Na komm, der war doch schon fast so. Also das ist aber auch ein Sturmtruppen. So, und jetzt such mal hier nach den Räuchergefäßen. Ja, ich suche noch. Oh! Gefunden! Der war's nicht. Ey, ich glaube, wir kriegen wirklich alle Todesarten hin. Okay, und wo sind die anderen jetzt hin? Weiß ich nicht, die anderen sind schon... Ja, siehst du, jetzt müssen wir uns daran hangeln. Genau, siehst du hier noch irgendwas, was ich noch abschießen kann? Nö. Da kann ich nicht so lange warten, glaube ich. Ja, ich würde auch nicht so lange warten. Du wirst nämlich langsam weiß. Ja. Achso, falsch. Das andere X. Das andere X. Sorry! Darauf habe ich schon gewartet. Ja, nicht nur du. Achso, stimmt, der war gar nicht nötig. Hm. Sprinten hat keinen Einfluss auf die Sprungweite. Das ist interessant. Ja. Yay! Ja. Was? Ach ne. Wo? Nee, Entschuldigung, ich hab das verwechselt. Genau! Doppelsprung. Ja, das sagst du so einfach, aber hier bewegt sich alles! Ja! Oh, Nick, nicht schlecht. Ja, ich hab erst den anderen und dann... Ja, ich hab's gesehen. Brauch ich mich gar nicht für loben. Ey, wir haben jetzt schon so viel Steine am Kopf bekommen. Kann mir doch keiner erzählen, dass die keine, Kopfverletzungen davon getragen hat. Okay, bin da. Alles gut, safe. Okay, was haben wir gerade gesprengt, dass so viel Wasser oben rauskommt? Das war ein Wasserturm. Hm. Okay. Safe. Hat sie nicht das Teil gerade ausgehebt? Hallo? Das Kreuz, was da eben lag? Nee, ich glaube, es ist jetzt gerade wieder ein Rückband oder so. Okay. Oder aber es ist jetzt einfach fertig und es ist nicht. Und was war dann die Rückblende in einer Rückblende? Jonah! Laura! Na, es ist jetzt einfach doch hinterher. Did you find the Prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here. Das war das Kreuz, was du eben eingesammelt hast. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the prophet's artifact? The same symbol. Laura. If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Ich will so viel nachfragen, oder? Suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Ich glaube nicht. Jonah, das macht dich nur unsterblich, aber du kannst dann ewig an AIDS leiden oder so. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't. If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that.
Da ist so, bestimmt wieder irgendein Artefakt kaputt gegangen. So eine Reaktion verstehe ich halt nie. Einfach mal über den Tisch zu fegen. Nicht? Nee. Nicht? Nein. Dann hast du einfach nicht genug Geld, dass dir das egal ist, was auf dem Tisch steht. Ja, genau. Oh, der wird doch unser Love Interest. Oder er stirbt jetzt. Sag ich ja, Love Interest. Ganz normaler Dienstagabend. Ja, Vergewaltigung, ja. Laura! Holy shit! Und aus dem Fenster. Drop the book. Headshot ihn? Nicht warten? You can't stop us. Schieß doch gleich. Erst schießen, dann fragen. Richtig. Ich meine, du kommst doch aus Amerika. Nee, aus England, ne? Ja. Ja. Und wir sind auch gerade in England. Ja. I led them to it, John. In London. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is then. Ich meine, wie lange gibt's die Trinity? Seit ein paar hundert Jahren. Und genau jetzt, wo Lara das rausfindet, kommen sie auch auf den Trichter. Nee, sie kommen ja auf den Trichter, weil sie denen folgen. Das hat er auf der Funk gesagt. Naja, aber... Sie wissen es nicht, aber sie wissen, dass sie danach sucht. Und darum folgen sie ihr. Wir sind übrigens aus der Lawine raus. Aber wie haben sie denn mit dem Helikopter diese große Stadt nicht finden können? Weil das in einer Schlucht ist, die man von oben... Das habe ich mir schon so oft bei solchen Sachen und Filmen und Spielen gedacht, dass das vermutlich gut im 19. Jahrhundert funktioniert, aber nicht mehr heute, im 21. Ja. Guck mal, jetzt bewegen sich die Haare auch nicht mehr so viel. Doch. If you can hear me. Nicht mehr so viel. Go back. Ja, aber die Haare sehen trotzdem nicht schön aus. Please don't try to find me. Geht. Könnte besser sein. I need to do this alone. Natürlich. Wenn es mal wieder ankommt, bist du auf dich allein gestellt. Ja. Aber es ist doch schön, dass es diesmal... Oh, fast Level up. Ja. Du musst einfach deinen Mann stehen, Lara. Ach Mann, ich mag es nicht, wenn hinter einem nichts ist. Kannst du dich noch ein bisschen im Kreis drehen? Ich will wissen, ob die Spuren wieder verschwinden. Ja, tun sie. Okay. Aber wenigstens nicht so schnell, sondern sie füllen wieder auf mit anderem Schnee. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, es fehlt nur so ein Tick, dass der Schnee richtig geil aussehen würde, ne? Ja. Es sieht halt so aus, als würden wir die ganze Zeit durchklippen und er verschwindet einfach auf vorprogrammierten Bahnen. Also es ist jetzt nicht, dass wir es mit den Beinen vorschieben, sondern es schiebt sich halt einfach so weg. Come on, you can do this. Ja, aber besser als eine supergeile Grafik und dann läuft das Spiel nicht. Batman, Arkham Knight. Das lief super. Ich hab das PC Fehler. Nicht. Ja. Ja, du hast auf der Konsole gespielt. Richtig. Nicht. Oh, warte, ich muss drauf schießen. Das ist nicht nur ein Typen. Das ist einfach nur Vogelscheuche. Ich möchte drauf schießen. Ah, hier, rechts, genau. Da kommen noch Wölfe. Okay. Okay. Got to start a fire. Da würde ich nicht durch. Achso. Warum nicht? Na, das war doch letztes Mal immer, wenn man durch so ein Gebüsch sind, dass du Schaden bekommen hast. Ja, also es war ja so ein Stachelgebüsch, ist das ja nicht. Warum ist sie eigentlich kalt? Warum nimmt sie nicht einfach Holz von den Bäumen? Weil das nass ist. Hier ist alles nass! Oh doch, sie nimmt sich Holz von den Bäumen. Ehrlich? Ja, ist doch schon getrocknet. Sonst nichts? Ehrlich nicht? Also Nick, wenn du nicht weiterkommst, kannst du auch gerne den Überlebensinstinkt benutzen. Nein, es ging ja in die andere Richtung noch weiter, aber... Ne, hier ist nichts. Und ich kann nicht rennen. Kann A gedrückt halten? Ne, L gedrückt, das ist ein Stick.
Nee, das war der einzige Baum, den ich pflücken konnte. Nee, A war es gedrückt halten, war sprinten. Nein. L reindrücken und sprinten. Okay. Den, also nicht den Stick reindrücken. Ach ja, das mochten wir ja letztes Mal auch schon nicht, ne? Ja. Hm. Need resources to build a shelter. Ja, ja, ich habe ja schon einmal Holz, aber mehr Holz gab es da ja nicht. Guck mal, da ist die, ein Riesenbaum da vorne. Da. Genau, das... Perfekt. So, da vorne noch und hier rechts. That's my work. Achso, das andere war gar kein richtiges Holz. Nee, es war Holz für irgendwas bauen. Ja. Cool. Dry enough to burn. I hope. Ich würde mir ums Brennen keine Sorgen machen, sondern erst. Oh cool. Fresh kill. No meat, but yay! Gott, wie ich diese Wölfe hasse. Na gut, aber jetzt haben wir eine Pistole und. Fähigkeitenpunkte, yay. Im Basislager hast du aber noch nicht. Kam da grad, wo kam denn gerade das dritte Holz her? Aus dem Viech? Na, du solltest ja nur Materialien, nicht dreimal Holz. Ach so. Ah, okay. Du hast recht. Ich weiß. Okay, wenn sie in diesem Wind es schafft, jetzt ein Feuer anzumachen, fette Props. Ja, vielleicht hat sie ein Zippo dabei. Ja, selbst dann nicht. Überblende und sofort ist Feuer da? Okay. Und sie hat sich jetzt in das Fell eingewickelt. What the fuck? Sie ist halt drauf. Eben hatte sie Probleme genügend Holz zu finden für ein Feuer und jetzt hat sie genügend, um sich eine Hütte zu bauen? Wir haben noch zig Zweige mitgenommen. Ah, Konstantin heißt er also. They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. Nein. Die Untertitel sind so gut. Schweres Atmen. Trinity, schweres Atmen. Stock, Speer. Fleisch. Speer. Angel? Bogen. Going to need a stronger bow. I wish this pain wasn't so familiar. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Was? Okay. Not again. Da, der Mauszeiger in dem nächsten Feld. That would be too much to bear. Siehst du ihn auch? Ja. This is my path. Mine alone. Was ist das da drunter? Die Sniper? Gewachste Sehne. Aber ich kann das... Ja, dafür brauchst du noch ein Werkzeug. Das was ist mit deiner Axt? Das RB? Erstmal sollen wir das da, glaube ich, machen. Aber RB gibt's nicht? Oh, okay. Geht ja, dann verstärk halt den Wurfarm. Ja. Top. Kannst du jetzt RB machen? Ja. Cool. Hätte ich bauen können? Nee, ich hatte nicht genug Leder gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht noch, wie viel ich habe. Ein Leder. Wie viel hat das gekostet? Weiß ich nicht mehr. Um wie geht der Griff? Okay. Warum braucht man, was ist denn, wie viel Leder ist denn ein Stück Leder, wenn man für einen Griff umwickeln 5 Stück Leder braucht? Okay. Ich guck mal, ich kann uns umziehen. Ja. Thermoschirm. Ich würde fast das Weiße nehmen, dann sind wir unsichtbar. Ja. Oh ja, Belagenheit. Ja, und wofür waren jetzt die Axtverbesserungen? Na, zum Axt verbessern. Ja, aber da, das macht nichts. Also. Ne, kann ich auch nicht machen. Was macht umwickelter Griff? Versteckte Klinge, schön. Ach, okay. Nahkampfzerbrechen.
Okay, dann musst du nicht so oft drücken. Ja. So. Bei allen Äxten. Aha, kriegen wir noch mehr Äxte? Möglich. Ja, haben wir uns gespoilert. Super. So, das wollten wir ja auch alles nicht. So, dann gehen wir mal zurück. Waffen. Das hatten wir jetzt. Fähigkeiten. So, Inventar. Genau. Okay, können wir erstmal Inventar angucken. Was haben wir denn im Inventar? Munition. Wir haben geräuschlose Pfeile. 12. Und sie würden Federn kosten und Holz. Holz. Und an Ausrüstung haben wir nix. Jägerköcher, Abenteuerköcher, Tasche, alles irgendwie nicht so richtig, ne? Mhm. Okay. Und dann Fähigkeiten. Da können wir noch einen auswählen. Kämpfer, Jäger oder Überlebender. Wir gucken uns das mal kurz an. Ja. Also bei Kämpfer gibt es dickhäutig. Okay. Weniger Schaden. Genau. Eisenhaut, Explosion, Feuer, Ausweichkonter und effizienter Killer. Okay. Okay, das ist echt gut. Aber wie beim letzten würde ich sagen, wir suchen den Bonus, also das, was mehr EP gibt am Anfang, dass wir dann schneller Upgrades bekommen. Erlangen Sie die Chance beim Plündern vom durch Bögen erlegten Pfeile zu bergen, wenn Sie Ziel Fixierzeit für aufgeladene Bogenschützen, Munition und Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Und bei Überlebender gibt es schnellere Herstellung, listenreicher Kämpfer. Mhm. Stellen Sie... Das würde ich als erstes machen, ne? Mhm. Weil das so, wir haben noch nicht so viel selbst hergestellte Objekte. Genau. Ja. Allerdings ist der Bogen selbst hergestellt, würde ich sagen, aber ich würde jetzt trotzdem erstmal das machen, ne? Genau. Sie ist besser. Sehr gut, wir haben noch ganze 0 Fähigkeitenpunkte. Genau. So, dann können wir und Schnellreise. Ja. Könnten wir hier machen. Berggipfel 100% abgeschlossen. 0% yay, abgeschlossen. Wir haben nichts vergessen. Yay. Ja, aber es gab da, glaube ich, auch einfach nichts. Hä? Da gab es doch jede Menge. Aber hier ist nichts angezeigt. Ja, weil wir es 100% abgeschlossen haben. Ach so. Ja. Aber was ist denn mit den Herausforderung? In dem Tempel? Ach so, das war die Vergangenheit. Das haben wir vermutlich nicht geschafft. Oder wir kommen da nochmal hin. Ich glaube, wir kommen da nicht nochmal hin. Da, Syrien, 85%. Wir haben die Herausforderung nicht geschafft. Ja. Und ein Dokument fehlt noch. Und sonst haben wir alles gefunden. Ja, da kann ich aber nicht mehr schnell hinreisen, ne? Ja, wahrscheinlich, wenn das Spiel vorbei ist. Nee. Das war vielleicht funktioniert die Stelle Reise auch jetzt nicht im Allgemeinen gerade. Okay, an der Stelle würde ich sagen, wir machen Pause. Genau. Ich übergebe das mal an Fabian. Yay! Und er ist nächste, auch wenn er sich ein bisschen zu sehr freut für meinen Geschmack, nächste Folge wieder dran. Yay! Macht's gut. Tschüss.